Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Eigentlich ein ganz kurzes Video. Ich war mit dem Christian hinter der Kamera. Wir waren vorige Woche, eigentlich einen ganzen Tagesausflug gemacht. Ne? Mhm. Waren bei zwei Brücken. Und, wie hieß denn? Zwei Brücken? War das denn zwei Brücken? Ist egal, beim DIM. Ja. Beim DIM von IBK Germany. Erstmal Glückwunsch, ihr seid ja jetzt Generalimporteur von 4 Chassismarken, unter anderem Prager. Der Christian hat ja dort ein paar Sachen gefilmt und die blenden wir mal ein. Was ist passiert? Und zwar, habe ich schon ein paar Mal erklärt, fährt ja der Ben dieses Jahr in der RMC mit. Und jetzt hatten mich natürlich mehrere Leute gewarnt davor, das komplett alleine zu machen. Dem bin ich gefolgt, habe für Ben noch einen Ersatzmotor eigentlich gesucht und bin dann über DNA Engineering an den DIM gekommen, weil er einen Motor angeboten hatte. So, und habe ihm das alles erklärt. Und ja, es ist am Ende nicht nur ein Motor geworden, es ist ein ganzes Kart geworden. Oh, wisst ihr noch, wie? Also, es ist ein Kart, Prager Kart, Bambini, aus dem WM-Finale von 2022. Es hat jetzt so knapp eine Stunde runter, Motor und Chassis. Und von dem Australier, wie hieß er? Corey. Wir zeigen es gleich mal. Ja. Aber wir müssen dran denken. Wir müssen einfach dran denken. Genau. Das Kart haben wir gekauft. Und der Ben darf da dieses Jahr unter dem Team mitfahren. Hat dort auch einen Mechaniker. Kriegt er gestellt. Ich muss da dafür ein bisschen arbeiten. Muss ja alles bezahlt werden, das ist ja ganz klar. Aber ich finde, es ist so richtig. Ja. Er hat so seine Ruhe und hat natürlich nicht den aufgeregten Papa neben sich, da er nicht so richtig weiß, was er machen soll. Ja, ich denke, das wird ganz, ganz cool, weil die Leute wissen, was sie machen, ich nicht. Ich finde es bloß cool anzusehen. Na? So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Prager-Kart mit einem Rodax Max Mikromotor. 125 Kubik, hat, ich glaube, so 9 PS, 19 PS, ist reglementiert. Na? Dasselbe wie bei seinem anderen Kart auch. An sich sind es eigentlich vom optischen, von der Abmaße her, sind die eigentlich identisch. Das alte ist ein Esprit-Kart. Und ja, so viel gibt es nicht dazu zu sagen. Es ist reglementiert in der RMC. Der Reifen, die Spurweite, die Übersetzung, die Drehzahl vom Motor. Darf natürlich so eine kleine Streuung haben, wir ja mitgekriegt. Mhm. Ne? Auspuff ist reglementiert. Die Sicherheitssitze, wie ich ihn voriges Jahr gekauft habe, müssen sie dieses Jahr nicht mehr haben. Die Mutti hat aber gesagt, soll trotzdem auf. Er spart sich dadurch aber auch 2 Kilo Zusatzgewicht. Sicherheitslenksäule baue ich von dem noch hier ran. Ist auch noch mal 1 Kilo Zusatzgewicht, was wegkommt. Und halt, wenn doch mal irgendein Aufschlag ist, gibt diese Lenksäule halt nach. Ah. Na, genau, die baue ich noch um. Und sonst habe ich eigentlich gestern, saß er drin, hat ja auch schon eine Runde mal hier hinten gedreht und bin auf jeden Fall gespannt. Na, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Ich hoffe, wir kommen nächste Woche mal zum Testen, dass der Schnee weggeht, weil es sind ja bloß noch 3 Wochen bis zum Rennen. Mhm. Na, mit der Maike Maurer von Trippelschicht habe ich heute schon mal geschrieben, die wird eventuell den Helm bekleben. Das wird, ja, eine kleine Überraschung von mir an meinen Sohn. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was er da dazu sagt. Erst habe ich ja gedacht, man macht. Ich zeige es euch auf jeden Fall dann, wenn er es gesehen hat. So, was haben wir noch? Den ersten Sponsor haben wir. Der Mojo. Na? Der Mojo aus Rostock hat gesagt, er findet es wirklich cool. Hat einen Betrag
gesponsert. Da habe ich mich übelst drüber gefreut, ne? Dass da jemand sowas in meinen Sohn sieht oder halt auch für so einen Jungen was gibt. Übrigens muss ich da auch sagen, haben unheimlich viele, ne? Haben mir auch geschrieben, sie würden gerne was dazugeben und so weiter und so fort. Haben natürlich dort auch ihre Lebensgeschichte gesagt und ich finde es mega lieb von euch. Aber es gibt halt wirklich verschiedene Sachen, die kann ich halt einfach nicht annehmen, weil ja, na, es muss jeder irgendwo auch sehen, wo er bleibt und wenn da eventuell auch, wenn jeder selber zu knausern hat, na, dann gibt es einfach noch was, wo ich sage, pass auf, sowas muss dann nicht gespendet werden. Weil das waren Privatpersonen, na, und muss nicht sein. Aber trotzdem vielen Dank dafür. Genau, so viel dazu und wir sehen uns. Bis dann. Los, Andi, abmurmeln. Andi, du mal, pass auf. Ich weiß, du kommst noch hart. Dann holst du das Material. Probier's halt. Da gibt's sich wirklich jeden Tag alle Mühe. Was ist das? Einzige. Nimm mal euch Spaß.